Von der Machtkirche zur Universität dauerte es 300 Jahre. Diesmal geht's schneller. Welcome to the German-speaking part of Europe. Filmendes Verlinken. Danke fürs Verlinken. Wäre so passend für Moral Communication. Ah, Dubrovnik. Überredet. Aber du, ich reise nicht mehr. Ich gehe jetzt in die Berge und dann bleibe ich dort. Okay. Diese Verhaftung von Angelika Barbe hat mich sehr beschäftigt und ich glaube, deshalb hat man mir dann diesen Text auf Cicero geschickt. Den habe ich einfach retweetet und erst viel später dann gelesen und gesehen, oh, das war ein offener Brief von Frau Barbe 2017. Huiuiui. Und da habe ich dann gemerkt, uiuiuiui, oh, warte mal. Barbe schlitterte von SPD zu CDU und jetzt AfD und Hallihallo, 2017 dieser Kopftuch-Islam und oh, wirklich schrecklich. Und dann zitiert sie hier ein, das Führerprinzip, das Gehorsamsprinzip, das Repressionsapparat, die angestrebte Weltherrschaft, das Kampfprinzip. Und plötzlich hatte ich da eine Idee, wow. Zeigt die Corona-Krise, dass diese fünf Punkte der Nazi-Ideologie von Abdel Samad, welchen ich nicht kenne, zeigt die, also die Idee war plötzlich da, ist diese AfD-Wut auf Flüchtlinge und Islam und Hallihallo eine Projektion? Könnte Hamed Abdel Samad mithelfen, zu merken, dass es gar nicht eine Angst ist vor dem Islam, sondern dass es um ganz andere Themen geht? Dass diese Leute, die gerade frisch aus einer Diktatur gekommen sind, nicht in eine nächste Diktatur gehen wollen? Cicero, du weißt schon, zu wem Cicero gehört, gell? Jetzt Systemwechsel, in der Schweiz produziert, nachhaltig, no bullshit. Okay. Ja, natürlich. Mark Walder, Ringier. Cicero! So erreichen Sie Hamed Abdel Samad. E-Mail, Twitter, Facebook, geht alles auf. Cicero. Oh mein Gott. Ah, und er ist in der Giordano Bruno Stiftung. Also, da würde ich eigentlich schon mal gerne. Ah, hallo, das würde mich interessieren. So viele tolle Links werden mir geschickt, zum Beispiel das da. This is an apple. Some people might try to tell you that it's a banana. They might scream banana, banana, banana over and over and over again. They might put banana in all caps. You might even start to believe that this is a banana. But it's not. This is an apple. Krass, hm? Jedes Kindlein sieht natürlich sofort, dass an diesem Bild Photoshop oder irgendein Filter und Zeugs am Werk war. Also es ist nicht einmal ein Bild von einem natürlichen Apfel, sondern es ist das Bild von einem Apfel und es ist natürlich kein Apfel und es ist natürlich, also hallo und also CNN weiß natürlich, dass das jedes Kind weiß, dass das kein Apfel ist.
Diese Corona-Krise ist eines der größten Geschenke, die die westliche Gesellschaft je erhalten hat. Also, wow, diese Dickhäuter, wow, du kannst sie echt. Hey, es ist vorbei. Ja, auch das mit diesem, also Apfel und Banane gespielt wird. Die Banane 1989. Hey, die Banane. Erinnerst du dich an die Banane 1989? 1789, Französische Revolution, genau 200 Jahre später, 1989. Deutsche Revolution. Jetzt geht's anders weiter, ich freue mich. Vor genau 10 Jahren wurde ich gezwungen, Rebell TV vom Netz zu nehmen, weil wir keine Nachfolgeinvestitionen gefunden haben. Genau 10 Jahre später gehe ich jetzt zurück nach Dissentis, Musste, 1133 Meter über Meer, Niklaus Meyerberg. Das Zentrum ist überall, die Peripherie nirgends. Nikolaus hat um dieses Kloster gekämpft in seiner Zeit und es nicht bekommen. Als erstes gehe ich jetzt zurück und schreibe dieses Data Literacy, Elemente einer Kulturform der Digitalisierung, nach hinten. Das Material ist da. Und dann ja, haben wir da noch ein paar Ideen. Im Namen des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns geht hin in Unruhe. Maria, Vermittlung. Siehst du, was wir sehen?